Magdeburgs Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper hat Anfang August die Landesbischöfin AD der Evangelischen Landeskirche Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, im Alten Rathaus empfangen. Während ihres Besuchs druckt sich die Theologin in das Goldene Buch der Landeshauptstadt ein. Ein Jahrzehnt war Landesbischöfin Ilse Junkermann die Repräsentantin der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands in der Landeshauptstadt Magdeburg. In dieser Zeit hat sie viele Themen und Ereignisse auch speziell in Magdeburg wahrnehmbar begleitet, sagte Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper. Es sei eine besondere Freude, ihr langjähriges berufliches Engagement zu ehren. Ilse Junkermanns Profession präge auch das konfessionelle Leben in der Stadt. Während ihrer Zeit als Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche Mitteldeutschland wurde unter anderem die Reformationsdekade mit allen Themenjahren ausgerichtet. Besonders wichtig war es der Landesbischöfin AD, die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften zu fördern. Nach 10 Jahren endete im Juli 2019 ihre Amtszeit. Das Goldene Buch der Stadt gibt es seit 1931. Eingerichtet wurde es während der Amtszeit von Oberbürgermeister Hermann Beims. Mitglieder des Magistrats trugen sich am 10. Mai 1931 als Erste in das Buch ein. Die Einträge aus der Zeit zwischen 1931 und 1949 sind nicht mehr auffindbar. Von 1949 bis 1985 gab es ein Erinnerungsbuch, in das sich Gäste der Stadt eintrugen. Seit 1985 wird das Goldene Buch in der Tradition von 1931 weitergeführt. Der Eintrag ist eine besondere Ehrung für Personen, die die Stadt besuchen oder sich in besonderer Weise um Magdeburg verdient gemacht haben.